Das alte Handwerk gerät immer mehr und mehr in Vergessenheit. Wer weiß zum Beispiel noch, wie man Schindeln herstellt, Zäune ohne Nägel aufstellt oder wie man Wasserleitungen aus Holz produziert. Am Relseck zeigen heimische Facharbeiter dem interessierten Publikum all diese alten Handwerkskünste auf sehr humorvolle Art und Weise. Fast schon in Vergessenheit geraten, erfahren alte Handwerkskünste heute größtes Interesse. Und so lassen heimische Facharbeiter am Relseck die alte Tradition zu neuem Leben erwachen. Ob beim Schindeln, Schrager zubauen oder Enzianschnitzen. Hier ist jahrhundertealtes Handwerk zum Greifen nah. Auch wenn der erste Eindruck beinahe schon fast ein romantisches Bild auf die alte Handwerkskunst wirft, wird schnell klar, dass die Arbeiten früher mit sehr viel Schweiß und Zeit verbunden waren. Die Facharbeiter zeigen bei der Vorführung besonders eindrucksvoll, wie schwierig und gefährlich es war, bis allein ein Baumstamm die heimische Werkstätte erreichte. Ja, da ist der Vorteil, haben sie früher gehört, die haben noch schwätzen können miteinander, da ist keine Maschine gelaufen, wenn ich es erzählt habe mit der Walsage, da hast du keine Räder daneben. Das gibt es bei der Motorsage nicht. Ist natürlich mühselig gewesen, wenn du den Schlitten auf dem Buckel aufträgen musst, je nachdem eine Stunde, anderthalb, wo das Holz gelegen ist, aufladen und dreimal, je nach Weite, wo man gefahren ist, dreimal im Tag angefahren. Das ist schon eine streng anstrengende Sache. Und dass das Montafon nicht von ungefähr her für seine Tradition im Bereich der Holzverarbeitung bekannt ist, wird klar, wenn man sich vor Augen führt, was in alten Zeiten alles aus Holz gefertigt wurde. Vom Zaun ohne Nägel bis hin zur Dachrinne oder Wasserleitung. Wohnqualität vor allem ist halt Holz auf jeden Fall eh vom besseren Material. Und früher hat man es halt selber gemacht, oder das meiste selber gemacht, mit den Zimmermännern. Und man kommt dann wieder drauf zurück und das finde ich eigentlich positiv. Ich muss nicht eigentlich Stahl, Beton oder frag mich nicht, was sehe, oder? Auch wenn Handwerksarbeiten damals mit viel Zeit und Anstrengung verbunden waren, tat dies der Qualität keinen Abbruch. So halten sich alte Holzwasserleitungen beispielsweise über 70 Jahre. Also war das eine sehr qualitativ hochwertige Arbeit, was die früher gemacht haben? Für sich ja. Und das ist ja das Wasser, wenn man weiß, das lädt Kalk, eisenhaltig, oder, wo die Isarohr und wahnsinnig Mitleidenschaft zücht. Das gibt es beim Holz natürlich nicht. Am Ende ist höchstens halt einmal irgendwann voll gewesen. Aber wenn es im Boden war und eine Feuchtigkeit gehabt hat, hat das sehr lang gut gehabt. Zweifelsohne haben die alten Handwerker es verstanden, aus ihrem Tun eine Tradition zu schaffen, die das Montafon bis zum heutigen Tage prägt.